Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic, Macap. Und ich habe eigentlich schon lange überlegt, diesen Titel irgendwie umzubenennen, naja. Ich werde hier auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr ganz so lange Star Wars The Old Republic, Macap machen, sondern wir werden wieder zu unserem Star Wars The Old Republic zu zweit zurückkehren. Wenngleich wir natürlich auch, ja... Leider... was habe ich denn hier gekriegt? Irgendwas von so Rakata-Zeugs. Gibt sogar großen Zuneigungsgewinn bei Treek. Achso, ja, genau. Ich habe mir alles zugeschickt. Ich habe ein paar Sachen gekriegt. Ich habe mir nämlich ein paar Kisten gekauft und... mit einem anderen Charakter und die habe ich mir jetzt alle zugeschickt. Ja, das ist der wiederverwendbare Java. Den hatte ich schon. Hier die Beinpanzer des schiefen Winkels. Moment, die hatte ich auch schon vorher. Was habe ich mir denn eigentlich alles zugeschickt? Na, ist ja auch egal. Ach stimmt, ich habe erstmal die Sachen nur zugeschickt, wo ich, wo es gepasst hat. Das gibt großen Zuneigungsgewinn. Das gibt mittleren. Und das gibt nochmal großen Zuneigungsgewinn. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, jetzt habe ich mir jetzt überlegt. Ich wollte nämlich mit... Ach, warum mache ich da nicht auch sofort das Teleportieren? Ich wollte nämlich dann mit... Moff Kresk auf der... Oh, verdammt, falsches Teleportieren. Auf der Zios Shadow sprechen, um dann danach diese, um danach diese Dailies von Sherka zu machen. Das haben wir noch und ja, wie gesagt, das hier wird wirklich, glaube ich, nicht mehr ganz so lang, weil ich habe auch nicht mehr viel Content und irgendwie mit euch noch die ganzen Flashpoints durchzumachen, habe ich auch nicht unbedingt so große Lust drauf. Wenn ihr drauf besteht, mache ich es natürlich noch gerne, ansonsten ich werde jetzt demnächst mit Melanie, wir können zwar unser altes nicht mehr weiterführen, weil sie auf ihren Account nicht mehr reinkommt, aber sie hatten sich einen neuen Account gemacht. Da werden wir dann neue Charaktere machen. Schreibt doch in die Comments, was für... ja genau, schreibt mir jetzt in die Comments, dann am besten so schnell, wie es nur geht. Damit ich dann weiß, welche Charaktere wir da spielen sollen. Also was für eine Klasse, wo ihr die Klassenstory gerne sehen möchtet. Wenn nicht, dann nicht, dann machen wir irgendwas anderes. An der Klassenstory. Ich werde auf jeden Fall hier so im Endgame-Bereich ist ja wirklich gerade nicht so viel, was ich euch noch nicht so unbedingt gezeigt habe, außer vielleicht Raids und Flashpoints, aber ich habe einfach derzeit noch sehr viele andere Let's Plays und gerade sehr gerne Monster Hunter Free Ultimate spiele, habe ich einfach nicht die Zeit für irgendwelche Raids oder sowas. Das passt einfach nicht, deswegen nee. Nee, einfach nee, Leute. Tut mir leid, aber keine Raids, dann gut, dann müssen wir auch erstmal eine Raid-Gruppe suchen und bla. Außer eine Raid-Gruppe möchte mich unbedingt einladen und dann in diesem Let's Play auftauchen. Ach, wir laden jetzt hier mal gerade erstmal wieder so lange, aber wir müssen sowieso hier entlang. Wir können ja auch mal gucken, was so Neues im Kartellmarkt gefunden jetzt erhältlich ist. Ich habe auch wieder Münzen gekriegt, juhu, nachdem ich sie alle ausgegeben habe. Oh, Emote singen, das wollte ich schon immer behaben. Emote, ja, neu hinzugefügt, die halt, ja. Und das Paket des Freisöldners. Ach genau, so eins habe ich mir ja gekauft. Also ist das gar nicht mal so neu. So, rauf auf mein Schild, auf meinen Teil. Oh, ich sollte auch. Erstmal gehe ich hier noch an die, an den Safe, um ein bisschen meine. Okay, die kann ich glaube ich verkaufen. Die Geschenkfragmente kommen weg. Die Verhörsonnen behalte ich mal noch. Luxusteil kommt weg. Verdammt, der Laderaum ist voll. Ich muss auf die andere Rampe wechseln. Das kommt weg, 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 das kommt weg. Das hatte ich noch. Kommt weg, 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 weg. Weg, weg. Das mochte Treek ja alles nicht. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ja. Das passt so. Okay, weg. Weg. Wow. Was macht mein PC gerade? So, das geschafft, aber ich will die Handschuhe hier wieder haben, denn, ja, da haben wir ja was Besseres, glaube ich, gefunden. Deswegen verkaufe ich die mal hier. Müsste Jesse eigentlich was Besseres gefunden haben. Und wenn nicht, wir haben ja eh Treek, den wir kaum benutzen können, weil er einfach zu schwach ist, weil er bessere Ausrüstung braucht. Aber ich glaube, so mit meinen Marken sieht es da gerade eher schlecht aus. Und ich habe auch
heute nicht so viel Lust, mich jetzt anzumelden, so viele Parts zu machen. Ich habe nicht mal so viel Platz auf der Festplatte gerade. So viele Parts zu machen, dass ihr da alle bis morgen habt. Ne. Das klappt nun mal nicht. Ach genau, da war der Flugpunkt, damit wir nämlich rüberfliegen können. Ich werde mal gucken, ich werde wahrscheinlich heute so ein, zwei Parts machen, damit ich wieder ein bisschen Ruhe habe. Ein bisschen Ruhe. Um dann, ja, nochmal weiterzumachen, wenn es natürlich wieder weiter geht, damit ihr hier ganz viel habt. Ich muss auf jeden Fall erstmal mit Melanie gucken, dass wir da... Ich muss euch echt sagen, ich habe derzeit einfach irgendwie viel zu viele Let's Plays und ich versuche schon einige zu beenden, wie Psychonauts. Ich habe jetzt auch schon Zombie U beendet. Da ist jetzt auch heute der letzte Part veröffentlicht worden. Also ich hoffe, das habt ihr alle geguckt. Dann, ja, SimCity und Star Wars, der kann ich ja nicht beenden, wobei Star Wars ja dann natürlich umschwenkt. Dann habe ich noch Pokémon Conquest, was ich mit Melanie mache. Da muss auch noch fertig werden. Da kriegen wir aber irgendwie nie genug Parts zusammen. Bla, bla, bla. So, einmal da. Das ist aber für Karagas Palast. Ja, das möchte ich jetzt irgendwie nicht so sehr machen. Ist zwar an sich sehr schön, aber ich habe jetzt gerade nicht so groß Lust auf einen Flashpoint. Mal gucken. Könnte ich vielleicht doch noch Karm belagert? Ach, ich versuche es einfach mal. Ich versuche es einfach mal für den nächsten Part, denke ich. Je nachdem, was wir hier jetzt noch machen. Dass ich vielleicht dann doch noch Karm wird belagert machen. Wo ich ja gestorben, wo ich ja nicht in den Raum reingekommen bin, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie der Flashpoint hieß. Ist der noch? Seht euch das Cherka R6000 Blastergewehr an. Auf dem neuesten Stand. Modernste Rückstoßdämpfer. Unvergleichliche Schlagkraft. Hervorragend. Ich nehme 60.000 Cherka-Gewehre für alle. Guter Schuss. Ihr könnt gut mit dem Blaster umgehen. Und ihr seid? Eva Case, oberster Einsatzoffizier, Cherka-Waffenabteilung. Und ich bin Morph Kresk. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Wir haben euch wegen einer schlimmen Sache hergerufen. Cherka wurde von der Republik übernommen. Sie frieren das Kapital ein und lösen den Vorstand ab. Umstrukturierung nennen sie das. Aber ich erkenne eine Verstaatlichung, wenn ich davon höre. Warum vergeudet ihr meine Zeit, Moff? Was mich betrifft, kann Cherka ruhig verrotten. Cherkas Waffen sind von bester Qualität. Wenn die Republik den alleinigen Zugang dazu hat, wird sie unsere Armeen vernichten. Sie wird den Krieg gewinnen. Aber ihr habt noch nicht verloren. Cherka besitzt eine private Mondanlage, CZ198. Dort befindet sich unsere beste und revolutionärste experimentelle Technologie. Als die Übernahme begann, wurde CZ198 abgeriegelt. Die Republik versucht zu verhandeln. Aber ihr könntet die Anlage mit Gewalt einnehmen und Cherkas Geheimnisse für das Imperium sichern. Die Republik würde sich nicht wegen irgendeines Lagerhauses in eine Pattsituation begeben. Wir haben zwei Hindernisse bei der Übernahme von CZ198 ausgemacht. Sonderdirektor Rasmus Bliss, der Aufseher von CZ198. Ein hinterhältiger Stiefellecker. Und laut Corporate Quarterly einer der 500 Manager, die man im Auge behalten muss. Dieser hinterhältige Hohlkopf hat die Abriegelung von CZ198 veranlasst. Er droht, den Prototypen eines Sicherheitssystems namens Vigilant einzusetzen, falls wir angreifen. Darum haben wir euch gerufen, um Rasmus Bliss in Rente zu schicken, sein Vigilant-Sicherheitsnetzwerk zu deaktivieren und die Geheimnisse von CZ198 für das Imperium zu sichern. Aha, das hier ist also die Vorstory zu den Flashpoints. Das erklärt einmal einiges. Die haben wir ja vor... drei im Sinn, circa 10, 15 Parts gemacht, ungefähr. Vielleicht auch noch weniger, ich bin mir gerade nicht sicher. Wissen wir irgendetwas über dieses Prototyp-Sicherheitssystem? Ich hatte bis heute nie davon gehört. Aber wenn Rasmus etwas mit der Entwicklung zu tun hatte, wird Vigilant äußerst gefährlich sein. Nehmt meine Firmenfähre. Sie ist exklusiv für Vorstandsmitglieder. Also fliegt bitte vorsichtig. Die Codes findet ihr im Navigationscomputer. Das Imperium kann es sich nicht leisten, CZ198 zu verlieren. Viel Glück. Danke, danke, danke. Gut, dann müssen wir jetzt zu diesem Anlagenterminal gehen. Ich denke, wir werden dann... Wo ist denn das? Reise zum Anlagenterminal. Jetzt habe ich nicht aufgepasst.
Benutze dein Schiff, um zu CZ198 zu gelangen. Yay. Jetzt darf ich zu meinem Schiff gehen. Ich hätte mir doch so ein Schiff. So ein Schiff-Teleporter holen sollen. Wäre nicht schlecht gewesen. Ich bin ja schon echt froh gewesen, dass ich bisher mit meinen. Also hier immer, wenn irgendwas Neues kam mit den Let's Plays, immer perfekt dann zu diesen Patches war. Wie beispielsweise als Treak ja gekommen bin. Ich hatte es am selben Tag noch euch gezeigt oder vielleicht doch einen Tag Verspätung, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall relativ nah an dem, wann ihr es gesehen habt. Ist natürlich auch jetzt schon wieder guten Monat her. Und wir haben bei Star Wars The Old Republic Mark Cap jetzt schon einiges gemacht. Überleg mal, wir sind jetzt schon bei Part 105, wenn ich mich jetzt gerade nicht richtig vertue. Ich meine, wir waren bei Part 104 im letzten Part und jetzt sind wir schon bei 105 und rennen hier alles durch. Gucken uns hier noch ein bisschen so die Gegend an. Wir haben bisher eigentlich auch noch nicht sehr viel die Flotte gesehen. Ist eigentlich das, was man so als High-End-Spieler in Star Wars The Old Republic am meisten sieht. Ich spiele aber auch in letzter Zeit nicht mehr wirklich viel. Also würde ich dieses Let's Play machen, nicht machen, dann würde ich auch schon echt lange nicht mehr spielen und hätte auch schon meine monatlichen Gebühren nicht mehr bezahlt. Aber bisher, ja, ich warte immer noch darauf, dass hier irgendwas Tolles kommt und es mich wieder richtig hinter dem Ofen hervorlockt. Bisher, es macht mir noch Spaß, dieses Spiel zu spielen. Es ist jetzt nicht so, wo ich dann jetzt stundenlang mich noch nicht spielen würde. Aber für die Zeit, wie ich... Oh, Moment, das ist hier... Ja, genau, der Kartellbazar. Ich muss in meinen eigenen Hangar, genau. Ich bin gerade doof. Ja, es ist nichts, was mich jetzt so großartig vom hinterm Ofen hervorlocken würde, dass ich da stundenlang jetzt nochmal weiterspielen würde. Es hat einfach, wenn man so am Ende angekommen ist, da ist nichts mehr. Und es kommt meiner Meinung nach einfach zu langsam irgendwas Neues. Zumal ich auch irgendwie nicht so wirklich an Raids interessiert bin. Also wirklich so gar nicht. Und ich habe es mir jetzt eigentlich überlegt, ich glaube, im nächsten Part zeige ich euch die Story-Mode-Version von Kaon wird belagert, insofern ich dann hoffentlich da welche finde. Wird es auch hoffentlich ein paar geben, wobei schon vorher davon der Story-Mode ja nicht wirklich gespielt wurde. Aber vielleicht gibt es ja ein paar, die das gerne machen würden. Oder halt eben nicht, wer weiß. Ich könnte es ja auch mal versuchen im Hard... Na, ja okay, wenn ich jetzt einen Hard-Mode, Hard-Mode nehmen würde, da würde ich, glaube ich, zu lange mit diesem Charakter warten. Sie haben auf jeden Fall bald wieder Star Wars The Old Republic mit Melanie, also da keine Sorge. Selbst wenn ich das hier beende, wir werden Star Wars The Old Republic noch nicht beenden, weil das Spiel hält einen doch sehr lange fest. 2300 Credits. Teuer, teuer, teuer. Ich hatte es letztens mit meinem anderen Charakter, den ich gemacht habe. Das wollte ich gar nicht öffnen. Das hier wollte ich öffnen. Ich habe nämlich hier mit Melanie einen gemacht, wo ich so ein bisschen gespielt habe mit ihr. Ja, weil wir mal Zeit hatten. Den habe ich hier gar nicht reingezogen. Genau, meinen Kolan, der auch alles da hingeschickt hat. Den habe ich mal einen Katar gemacht, obwohl die so stinkhässlich sind. Ja, ihr könnt auch mal so Rasse, die ich spielen soll. Am besten Klasse plus Rasse. Ich kann eigentlich fast alles spielen. Betonung liegt auf fast. Cyborgs habe ich nicht freigeschaltet. Ich habe keine, was habe ich sonst nicht freigeschaltet? Felix habe ich. Genau, Ratataki habe ich nicht, weil ich die auch nicht mag. Das war's eigentlich, glaube ich. Ja, also wenn da irgendeine Klasse, irgendeine bestimmte Spezies wollte ich dann, wenn Melanie und ich Let's Play zu zweit machen. Die gehen halt nicht, alle anderen könnt ihr euch aussuchen. Ach, irgendwie habe ich die Musik ja doch schon leicht vermisst. So, da ging es zu den Flashpoints und hier gab es die Dailies. Und dann nehme ich auch mal einfach mal die Weekly. Und dann gucken wir uns das doch nochmal kurz an. Und im nächsten Part machen wir dann wirklich, denke ich. Ja, ich guck mal ganz kurz, was ich denn hier so habe. Cyborg, Meriliana und Ratataki kann ich nicht auswählen. Außer natürlich ist es eine Klasse, wo man Cyborg, Meriliana oder Ratataki auswählen kann. Ja, mit Streak, so sehr ich den Kleinen auch mag, macht das hier nicht wirklich viel Sinn. Er wird ja auch nicht mal stärker dadurch. Es ist einfach nur schön, ihn an meiner Seite zu haben. Mehr nicht. Es ist schön, ihn an meiner Seite zu wissen, aber mehr bringt er mir jetzt gerade auch nicht wirklich.
Weil Treak einfach dafür viel zu schwach ist. So, ich glaube, ich wechsle dann noch auf Jessa. Wir machen hier nochmal so 3 Minuten. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wann ich angefangen habe. Deswegen mache ich einfach mal noch so 3 Minuten weiter. Wir machen hier noch ein bisschen das. Aber die Dailies werden wir dann in einem anderen Part machen. Ich glaube, ich mache wirklich, wenn es nicht zu lange dauert. Also, wenn ich, glaube ich, irgendwie mehr als 10 Minuten warten muss, dann werde ich es nicht machen. Aber ansonsten werde ich euch Kaon wird belagert zeigen. Ansonsten einfach, weil es mir zeitlich einfach nicht passt, dass ich da, wenn ich dann jetzt noch 10 Minuten, ich wollte nur 2 Parts machen und es passt mir einfach zeitlich nicht so gut. Ich habe schließlich auch noch sehr viel zu encodieren und da muss ich auch noch, da muss ich morgen auch noch Psychonauts und Dragon Age für morgen machen und ich sollte auch mal mehr Dragon Age machen und mehr Psychonauts. Ich habe da noch sehr viel zu tun. Ich habe zu viele Let's Plays. Aber Psychonauts will ich ja hoffentlich, habe ich ja hoffentlich bald beendet. Aber erstmal muss ich hier, versuche ich hier das für diese Woche hier relativ durchzukriegen. Ich werde auch hoffentlich, ich sag's nur mal jetzt schon mal zur Vorsicht, unter Umständen keine Star Wars The Old Republic Parts machen können und hochladen können, einfach weil ich ab Freitag kein Internet habe. Und hier gibt's Kotobehälter, die muss ich zerstören. Anscheinend, ja, weil ich da kein Internet habe, soll angeblich die Telekom uns Montag dann wieder Internet bescheren. Ob sie es so schnell schaffen, sei ja mal wieder dahingestellt. Man hört ja immer so gute Sachen von der Telekom, ne? Aber wir gehen da rein, weil wir mit O2 hier überhaupt nicht zufrieden sind. Naja, außer schnelles Internet hat es, ist bei O2 gar nichts. Und sie können uns nicht mal einen vernünftigen Router schicken, um da was zu machen. Also, nope. Kann ich echt nur sagen, ja, da haben wir natürlich uns dann dazu entschieden, zu wechseln und da das einfach, da ich einfach keinen Bock mehr habe auf noch weiter Stress, nehme ich einfach einen Anbieter, der auf jeden Fall hier in unserem neuen Haus, ich habe ja mal vor vielen, vielen Parts erzählt, dass ich umgezogen bin, einen Anbieter hier im neuen Haus, weil ich habe keinen Bock wieder zwei Monate lang nichts zu haben von denen, also dass da wirklich nichts kommt und dann müssen wir da mal ständig anrufen und die kriegen es echt nicht geregelt, dann sagt der, das ist das Problem und der sagt, das ist das Problem. Und dann immer, wenn man dann manchmal anruft, dann wissen die plötzlich gar nicht, dass dieses Problem existiert und erfahren es dann immer erst im Nachhinein, bla bla bla. Ich habe da keinen Bock drauf, es soll angeblich funktionieren, gehen wir jetzt dahin, habe ich zwar keine 50.000er mehr, aber nur noch 16.000, aber dann habe ich auch hoffentlich einen vernünftigen Router, damit ich mit meinen Konsolen online gehen kann. Ja. Naja, wir beenden jetzt auch mal den Part hier, also wie immer abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein, bis dann.